Ich mit Tobias Seifenschneider. Mhm. Ich mit Zuchode. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, ganz gut. Okay, super. Nadja Schmidt ist mein Name. Ich grüße Sie. Sie haben Interesse, die euch jetzt mit dem Bitcoin zu handeln und Geld verdienen. Stimmt das? Ja, kann sein. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hört ihr die Nadja Schmidt. Oder doch die Gabi Winter? Tja, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass diese Kakerlake hier tatsächlich genau die gleiche Stimme hat wie die Gabi Winter aus schon ein paar anderen Telefonaten hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit diesem Anruf. Okay, also bevor wir fortfahren, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, bitte? Ja, ja. Okay, danke schön. Also können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche Erfahrungen haben oder sind Sie ganz neu? Haben Sie keine Erfahrung? Geht so. Bitte? Geht so. Entschuldigung, ich höre zweimal Ihre Stimme. Haben Sie Lautstärke angemacht gerade? Mhm. Ja, was denn noch? Ja, Seifenschneider, können Sie meine Stimme hören? Ja. Okay, super. Also, können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche Erfahrungen haben oder sind Sie Anfängerkunde hier? Ja, geht so. Bitte? Geht so. Also, haben Sie ein bisschen Erfahrung, ja? Mhm. Ja. Also ich rufe Sie zurück. Also bei Ihnen ist sehr laut. Ich rufe Sie zurück. Bei mir ist sehr laut. Bei Ihnen ist doch viel lauter am Telefon. Also ich höre Sie sehr schwer. Vielleicht haben Sie Lautsprecher haben Sie angemacht, oder? Ja. Okay, dann können Sie bitte Lautsprecher einschalten. Dann ist bessere Verbindung. Ja, habe ich ja eingeschaltet. Okay, super. Also, hier Seifenschneider. Ja, wirklich sehr, sehr interessant. Sie meint, mein Telefon stört, es wäre irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund dabei, es ist in ihrem Callcenter wahnsinnig laut. Ja, und dann ist sie der Meinung, ich soll den Lautsprecher einschalten. Ich weiß es nicht, was sie von mir will. Also, keine Ahnung, wo sie die wieder her haben, aber besonders helle ist sie scheinbar, wie alle anderen, einfach nicht. Sagen Sie mir, haben Sie irgendwelche Erfahrung in dieser Richtung oder haben Sie keine? Ja, geht so. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Sag ich nicht. Okay, kein Problem. Also, sagen Sie mir, was ist Ihr finanzielles Ziel pro Monat? Mein finanzielles Ziel pro Monat? Ja, ja. Boah, keine Ahnung. Ja, bei diesem Callcenter ist es wieder so, wie bei vielen anderen dieser Trading-Abzocker-Callcentern. Die versuchen erstmal Vertrauen aufzubauen, fragen euch, was wollt ihr denn so eigentlich alles haben? Und dann bauen sie ihre Geschichte da ringsrum. Stimmen tut von den ganzen Antworten hier überhaupt gar nichts. Außerdem geht die das überhaupt nichts an. Ihr werdet einfach von irgendwelchen fremden Leuten am Telefon angerufen, habt dort überhaupt gar keinen Termin vereinbart, ihr wolltet gar nicht, dass ihr von denen angerufen werdet. Und die fragt hier lauter private Daten ab, was keinen was angeht. Tja, und das soll dann irgendein seriöses Trading-Unternehmen sein, was von euch mindestens 250 Euro haben möchte. Naja, immer wieder das Gleiche letztendlich. Tja, aber es scheint ja immer wieder zu klappen. Vielleicht wollen Sie ausprobieren, Schulden ausgleichen, ein neues Auto kaufen oder was ist Ihre finanzielle Ziel? Vor allem bin ich hier sehr, sehr bedenklich, dass sie hier meint, man könnte damit Schulden ausgleichen. Also ich denke mal eher, oder ihr wisst das auch alle, dass man hier eher Schulden bekommt, wenn man hier sein Geld investiert. Weil es passiert nichts anderes, als dass das Geld hier nachher weg ist. Aber Schulden ausgleichen oder ein Auto von kaufen, das wird hier keiner können. Ja, ich glaube, für all die genannten Sachen sollte man das nicht als finanzielles Ziel nehmen. Also, Sie sind auf unserer Werbung, ja, Bitcoin registriert. Das heißt, also wenn ich irgendwo registriere, ich habe meine Ziel. Vielleicht Sie wollen auch ein neues Auto kaufen oder wollen Sie einfach ausprobieren? Keine Ahnung.
Also ich notiere in meinem System, die wollen einfach ausprobieren, ja? Mhm. Richtig, so stellt man sich ein seriöses Unternehmen vor, indem ihr einfach mal ein bisschen ausprobiert, genau, und sie vermerkt es im System, weil das ja so wichtig wäre, dass man das nur ausprobiert. Also eigentlich ist man immer wieder fassungslos darüber, gerade wenn man sich das hier nochmal anhört, im Gespräch oder während des Gesprächs fällt das gar nicht so ins Gewicht, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, so in der Geschwindigkeit, was sie eigentlich von einem will und was sie da für einen Blödsinn erzählen. Ja, aber stellt euch mal vor, wenn eure Banktante euch sagt, ja, wollt ihr uns erstmal ausprobieren? Das ist doch alles Quatsch, also wirklich. Wie alt sind Sie, wenn ich sage, das bitte? Darauf haben Sie doch schon eine Antwort bekommen. Sie haben das mir nicht gesagt. Wie alt sind Sie? Ja, genau. Dabei bleibe ich auch. Bitte? Ich sage, ich bleibe bei der Antwort, die ich bereits gegeben habe. Haben Sie mir nicht geantwortet, Herr Zeichenschneider? Antworten Sie mir, wie alt sind Sie und was suchen Sie hier? Also, was ist Ihr finanzielles Ziel und so weiter? Was ist denn da los? Also, bitte sprechen Sie ganz normal, weil ich weiß nicht, was Sie wollen, ganz genau. Ja, was ist denn da los bei Ihnen? Ist so laut. Bei mir ist es zu laut? Ja. Okay, Moment. Jetzt ist es besser? Ja, wie man es nimmt, eigentlich nicht. Okay. Also sagen Sie mir, was ist Ihre finanzielle Ziel? Sie wollen ausprobieren, stimmt? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf, bitte? Sag ich nicht. Okay, kein Problem. Also bei ihr zweifle ich wirklich an allem. Genau exakt die gleichen Fragen hat sie mir davor schon mal gestellt. Nachdem ich sie beantwortet habe, hat sie das Gleiche, exakt das Gleiche, noch einmal. Als ich exakt gleich antworte, dass es ihr nichts angeht, antwortet sie exakt das Gleiche. Also, irgendwie macht es überhaupt gar keinen Sinn. Sie fragt mich nach dem Alter, ich sage, sag ich dir nicht, und sie sagt, es ist kein Problem. Dann fragt sie mich wieder nach dem Alter, ich sage, sag ich nicht, und dann sagt sie wieder, kein Problem. Tja, also, die werden sie wohl irgendwo hergeholt haben, aber ein irdisches Wesen kann es nicht sein, glaube ich. Also, dann zweifle ich wirklich langsam irgendwann an allem. Dann sagen Sie mir, also, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie erste erfolgreiche Schritte tätigen? Barzahlung. Mit Barzahlung? Wie meinen Sie das mit Barzahlung? Na, Sie haben mich doch gefragt, wie, und ich sagte mit Bar. Also, das ist, Moment bitte, das ist eine internationale Firma, ja, das heißt, Sie arbeiten nur mit dem Kreditkarte zusammen, deswegen brauchen Sie eine Visa oder eine Mastercard. Ach so. Könnten Sie da mal ohne Musik arbeiten vielleicht auch, weil dann würde das auch seriöser wirken. Ja, ganz kurz. Ja. Das ist ja mal ein Anfang. Hallo? Mhm. Vielen Dank für das Warten. Jetzt ist bessere Verbindung. Ja, halt immer noch laut im Hintergrund, ne? Aber zumindest ja heute jetzt nicht die Musik. Ja, aber wissen Sie warum, Herr Seitenschneider? Weil meine Arbeitskollegen telefonieren auch, ja? Sie wollen nur meine Stimme hören, stimmt? Deswegen, wir arbeiten mit der Musik zusammen. Damit meine Arbeitskollegen Stimme stört nicht bei Ihnen auch, ja? Deswegen, wir arbeiten mit dieser Musik zusammen und das ist nicht so langweilig für uns auch besser, ja? Ach man, immer wieder das Gleiche. Die erzählen einem so einen Scheiß, als ob die Musik dafür läuft, damit man die Kollegen nicht hört. Also maximal hört man die Musik oder läuft die Musik, damit man die Betrüger im Hintergrund nicht hört, wenn sie irgendjemanden beleidigen, ja, und irgendjemanden erfolgreich abgezockt haben, damit man das Geklatsche vielleicht wahrscheinlich im Hintergrund weniger stark hört. Ich weiß es nicht, aber es hat auf jeden Fall nicht den Grund, dass man die Mitarbeiter dann im Hintergrund weniger hört, sondern einfach nur zur Bespaßung von tollen Menschen da in dem Callcenter. Mehr dient das überhaupt gar nicht, dass die da Musik haben. Weil warum sollte man Musik im Hintergrund in einem Callcenter haben? Das nervt doch nur und stört. Und sie sagt ja selbst, sie wollen ja nur meine Stimme hören. Ja, das wäre schön, wenn das nur so wäre.
Aber die Hintergrundgeräusche von den Leuten nebenan, die könnte man eventuell auch mit professionellen Headsets einfach lösen, indem man nicht die Billigdinger kauft, sondern einfach mal ein vernünftiges, gescheites Callcenter-Headset. Ich meine, die Dinger kosten halt ein Tausender, ne? Aber letztendlich, wenn ich was verdienen will, dann muss ich auch investieren in eine Firma und kaufe nicht den letzten Dreck. Okay, dann gehen wir zurück zum Thema. Jetzt ist er da und sagen Sie mir, also wie gesagt, wir arbeiten nur mit dem Kreditkarte zusammen. Ja, eine Visa oder eine Mastercard brauchen Sie, es hält vor drei Schritte zu tätigen und erste Investition zu machen. Sie wissen, minimale Summe ist 250 Euro. Aber natürlich, Sie können mit mehr Geld anfangen. Mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Keine Ahnung, was ist sinnvoll? Also, oben ist keine Grenze, aber wenn Sie keine Erfahrungen haben, Sie sind Anfängerkunde und so weiter, fangen wir mit der minimalen Summe, das ist 250 Euro. Ja, sind Sie einverstanden? Mhm. Okay, dann sagen Sie mir, mit welcher Karte möchten Sie bezahlen? Ich würde die AOK-Karte nehmen. Nein, AOK ist eine Krankenversicherung. Ich meine eine Bankkarte. Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja, bestimmt. Ja, und hier hat sie mich tatsächlich mal beeindruckt, weil ich hätte auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass die tollen Betrüger da am Telefon wissen, was eine AOK-Karte ist. Aber tja, das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie dann wohl auch schon mal in Deutschland gelebt haben wird. Traurig, traurig. Okay, welche eine haben Sie? Ja, ich denke mal beide. Okay, dann schauen Sie bitte nach. Ich warte so lange. Ja, aber ich muss gleich los. Also, hier seid ihr Schneider. Bitte machen Sie keine Witz, ja? Wenn Sie keine Zeit haben, natürlich kann Sie auch andere Zeit anrufen. Anderweitig, es dauert maximal 2 Minuten. 2 Minuten, Sie können Ihr Handelskonto erfolgreich aktivieren. Und dann warten Sie, Ihre Finanzberater wird bei Ihnen melden. Und werden Sie alle wichtigen Informationen bekommen, was auf die Finanzmarkt passiert, wie Sie handeln können, wie viel Geld können Sie pro Monat verdienen, ja? Und alle wichtigen Informationen werden Sie bekommen. Ja, dass das 2 Minuten dauert, bezweifle ich, weil alleine die Ansprache jetzt hat schon wieder 1 Minute gedauert. Ich muss sagen, rufen Sie da nochmal an. Also, ganz genau. Unsere nette Betrüger-Tante ist der Meinung, ich würde sie verarschen, nur weil ich sage, ich muss jetzt gleich los und habe jetzt keine Zeit mehr. Ich meine, ich rede mit der Tante bis zu dem Zeitpunkt ja schon über 10 Minuten und werde von ihr komplett zugemüllt mit irgendwelchen sinnlosen Sachen. Und dann sagt sie, ja, keine Zeit und das dauert alles nicht lange. Ja, alleine das, was sie da gerade erzählt hat, hat schon ewig gedauert und mindestens wieder 1 Minute verschluckt. Wenn ich ihr aber sage, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, jetzt ist Schluss, begreifen die nicht. Also keine Ahnung. Und die versuchen es auch immer wieder auf der Schiene, euch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ihr unseriös seid und ihr irgendwelche Scherze macht und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen, aber irgendwie geht es nicht in meinen Kopf rein, was die einem damit sagen wollen. Also, soll ich 5 Minuten nochmal anrufen? Holen Sie die Karte oder wie machen wir das? Nee, in 5 Minuten bin ich ja schon weg. Denn am besten so in 3-4 Stunden oder morgen meinetwegen. Nein, oder nein, Wochenende wir haben frei. Anderweitig, ich kann Sie auch Montag anrufen. Unsere Öffnungszeiten ist jeden Tag. Also 9 bis 18 Uhr ist meine Öffnungszeiten. Nadja Schmidt ist mein Name. Also die schafft es wirklich, ohne Punkt und Komma lauter Blödsinn aneinander zu reihen. Sie erzählt mir zuerst, nein, am Wochenende arbeiten sie nicht. Aber sie haben täglich geöffnet. Tja, Wahnsinn. Aber es kommt noch besser. Machen wir Folgendes, wir seien Schneider. Also ich rufe Sie nächste Woche ab Montag wieder an. Und bitte versprechen Sie mir, Sie werden vor dem Computer sitzen und machen wir Transaktion zusammen. Haben Sie noch nicht Zeit? Genau diese Stelle, die könnt ihr euch schon mal merken. Sie wollte Montag dann anrufen, also nächste Woche Montag. Ich glaube, das war an einem Freitag, wo wir hier telefoniert haben. Tja, aber irgendwie hält sie sich daran an mich und versucht es dann noch 10-mal gefühlt, bis dann endlich Montag ist. Der größte Witz ist überhaupt, die Tante, die erzählt mir, nein, sie arbeitet am Wochenende nicht. Hat sie ja gerade vor kurzem gesagt. Naja, und warum ruft sie mich dann Samstag und Sonntag an und Montag?
Ja, aber versprechen tue ich nicht. Also wenn, dann müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Also, Moment, also wie gesagt, 9 bis 18 Uhr müssen Sie eine 15 Minuten maximal Zeit finden, Transaktion erfolgreich zu aktivieren, und Sie werden auch Ihre persönliche Finanzberater bekommen und alle wichtigen Informationen, was auf dem Finanzmarkt passiert und so weiter. Ja, verstehen Sie? Okay, dann sagen Sie mir, wann kann ich anrufen? Nächste Woche ab Montag? Ich bin für Sie wieder erreichbar. Wochenende, wir haben frei. Bitte? Ja, Montag ab 12 Uhr einfach probieren. Entschuldigung, wiederholen Sie bitte Uhrzeit dann? Na, so ab 12 Uhr, nicht vorher. Ach so, ab 12 Uhr sind Sie bei der Arbeit und haben Sie auch Computer, ja, zu Hause? Ja, ja, genau. Einfach so, wie gesagt, okay, ab 12 Uhr und wenn ich nicht rangehe, dann ein paar Mal probieren. Irgendwann gehe ich dann schon. Okay, und bitte versuchen Sie auf jeden Fall, Karte dabei zu haben. Kreditkarte brauchen Sie auf jeden Fall, okay? Mhm. Ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, alles Gute und bleiben Sie gesund, ja? Ja, ja. Okay, super. Ja. Das Gespräch dauert dann nur 15 Minuten. Ganz genau. Warten wir es mal ab. Ich wette mit euch, wir sind nicht in 15 Minuten durch, sondern wir verplempern noch eine ganze Stunde miteinander. Hallo? Ja? Guten Tag, hier ist Nadia, hier Seitenschneider. Wir haben gestern telefoniert. Erinnern Sie meinen Namen? Nö, eigentlich nicht. Ja und, nun? Was denn jetzt? Hallo? 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 Ja, und da war sie dann auch schon wieder weg. Sie ruft mich hier tatsächlich den Samstag nach dem Freitag an. Das heißt, sie hat gesagt, sie sind am Wochenende, arbeiten die nicht. Sind aber täglich im Büro. Ja, nun ruft sie ja doch Samstag an. Und dann spricht sie nicht mal mit mir. Das scheint hier allerdings auch ein technisches Problem gewesen zu sein. Allerdings an dieser komischen Rückkopplung. Von denen, die meinen Kanal öfters hören. Die Rückkopplung hatten wir bei der Gabi Winter auch. Und sie hat auch genau die quietschige Stimme von der Gabi Winter. Ich vermute mal, dass das ja einfach ein neuer Trading-Betrug ist unter einem neuen Namen mit einem neuen Skript. Aber der Betrug bleibt letztendlich am Ende der gleiche. Aber sie hat dann nochmal angerufen. Was ist denn? Was ist denn? Hallo. Hallo. Zu doof, eine Telefonanlage zu bedienen. Hallo. Hallo. Hallo, können Sie meine Stimme hören? Ja, leider. Ja oder nein? Ja, leider. Okay, super. Also, hier Seitenschneider, wir haben gestern lange telefoniert. Nadja Schmidt ist mein Name. Erinnern Sie das? Kann sein, ja. Okay, super. Also, gestern haben Sie mir gesagt, Sie sind nicht zu Hause, Sie sind bei der Arbeit und so weiter. Aber jetzt haben Sie Zeit, ja? Sind Sie zu Hause? Nö, wir fahren gleich los. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie rufen Montag an. Sind Sie zu doof, sich einen Termin zu merken? Nein, natürlich. Aber wir haben auch heute ganz normale Arbeitstag. Und ich habe einfach gedacht, vielleicht heute passt Ihnen besser. Wenn nicht, gestern hieß es heute und morgen geht nicht. Okay, dann machen wir Montag. Welche Uhrzeit sagen Sie mir? Also, Sie haben gesagt, ab 12 Uhr, ja? Ja, eben. Okay, super. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute. Bis Montag. Bleiben Sie bitte gesund. Okay, super. Bis dann. Machen Sie es gut. Was für eine absolute Hohlbirne. Sie hat sich doch sogar aufgeschrieben, dass der Termin am Montag nach 12 Uhr ist. Tja, ruft mich dann aber einfach an. Und ist der Meinung, jetzt kann sie mit mir sprechen. Ja, aber ich war gerade wieder auf dem Sprung. Es war in der Tat so, da wir auch mal was vorhatten und nicht am Wochenende unbedingt mit solchen Leuten telefonieren wollten. Tja, aber irgendwie, sie widerspricht sich auch wirklich in allem, was sie sagt. Vorher hat sie gesagt, dass sie am Wochenende auf gar keinen Fall da sind. Und deswegen haben wir überhaupt den Termin am Montag gemacht. Hätte sie gesagt, ja, morgen geht auch, da hat sie ja ganz klar gesagt, nein, am Wochenende nicht, dann hätte man ja einen Termin vereinbaren können, den hätte man vielleicht eine Stunde vorher eingetragen und dann wäre gut gewesen, dann hätte es gepasst.
Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, sie muss mich ja auch verstanden haben. Sie hat es ja auch aufgeschrieben. Also, kann es ja nicht an den fehlenden Deutschkenntnissen gelegen haben. Hier liegt es einfach absolut rein an ihrer Intelligenz. Also, was anderes kann es ja einfach nicht mehr sein. Sowas Hohles, wirklich. Ja? Hallo, hier ist Eisensteiger, Nadja Schmidt ist hier. Wir hatten einen Termin gehabt. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Alles gut, freut mich wunderbar. Also, jetzt haben Sie Möglichkeit, vor Computer zu sitzen. Sind Sie zu Hause? Ja, schon, ja. Okay, super. Also, hier ist Eisensteiger. Sie haben mir gesagt, haben eine Kreditkarte, oder haben Sie eine internationale Karte, Mastercard oder eine Visa? Ja, habe ich. Hallo? Ja, habe ich. Können Sie meine Stimme hören? Also ich höre Sie nicht mehr, hier seid ein Schneider. Sind Sie noch da? Hallo? Sind Sie noch da? Ja, und keine Ahnung, was jetzt hier gewesen ist. Aber irgendwas scheint jetzt hier an meiner Telefonanlage gewesen zu sein, weil ich habe ja selber auch nichts mehr gehört in der Aufzeichnung. Tja, aber sie hat dann natürlich, logischerweise, sofort wieder angerufen, um dann weiterzumachen. Hallo? Ja, Seitenschneider, jetzt hören Sie besser? Ja, Sie sind immer weg. Ja, nicht viel. Sie haben aufgelegt. Unser Gespräch ist unterbrochen. Ich habe nicht aufgelegt. Okay, ich auch nicht. Also, okay. Sagen Sie mir, möchten Sie aktivieren mit Visa oder mit Mastercard? Na, ich würde die Hälfte von jeder Karte machen. Okay, dann diktieren Sie mir einfach Kartennummer und schauen wir weiter. Ja, also kann man von jeder dann die Hälfte machen. Also, vier Seiten Schneider, ich werde noch einmal wiederholen. Ja. Um mit dem Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, Sie brauchen eine Visa oder eine Mastercard. Haben Sie bis jetzt verstanden, ja? Ja, genau, da habe ich ja beide Karten. Okay, und mit welcher Karte möchten Sie aktivieren? Na, mit beiden. Okay, mit beiden. Okay, dann diktieren Sie mir Kartennummer von Mastercard. Ja, wie viel buchen wir denn da ab, wenn wir die Hälfte nehmen? Also, wie meinen Sie das? Na, ich würde überall von beiden Karten jeweils die Hälfte zahlen. Insgesamt sind es ja 250 Blocken, haben Sie gesagt. Und dann würde ich die Hälfte von jeder Karte überweisen. Leider, das ist nicht möglich. Gerade haben Sie gesagt, das geht. Herr Seifenschneider, Sie sollen 250 Euro von einer Karte überweisen. Ja, das geht nicht. 125 von Visa und 125 von Mastercard. Leider, das ist nicht möglich. Warum nicht? Ja, weil 250 Euro muss einmal abgebucht werden. Ach so. Ja. Also muss ich das die ganze Summe von einer Karte dann nehmen? Genau. Ach du Gott. Oje. Ja, dann machen wir das so, Okay. Also, Sie sollen mir einfach Kartennummer diktieren und wir überprüfen Karte zusammen. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, worum es bei Ihnen da geht. Warum soll ich denn da überhaupt Geld bezahlen? Also, ich glaube, wir haben schon lange telefoniert am Freitag, aber kein Problem. Ich werde Sie nochmal erklären. Nee, da hatte ich Sie ja unterbrochen, weil wir weg mussten. Entschuldigung, hier Seitenschneider, aber wir haben lange telefoniert, ja? Wie lange denn? Freitag haben wir telefoniert, Samstag auch. Und wir hatten Termin gehabt heute. Das bedeutet, Sie haben mir gesagt, Montag ab 14 Uhr, ich soll Sie anrufen. Ab 12 Uhr, Entschuldigung, und Sie wollten erstmal vor gleicher Schritt 250 Euro an unsere Firma überweisen. Wir haben das abgemacht. Na, aber erstmal wollten Sie mir erzählen, worum das geht. Das hatten wir ja noch nicht. Also ich habe ja da keine Zeit gehabt am Freitag. Wir haben schon darüber gesprochen, aber ich wollte nochmal erklären. Mhm. Ja, aber da gibt es zwei Probleme an der Geschichte. Zum Ersten wollen wir natürlich viel, und dann geht sogar sehr viel von Ihrer Zeit verplempern. Und zum Zweiten, hat das sowieso keinen Sinn ergeben von dem, was sie da erzählt hat. Kriegt sie hier halt eine zweite Chance und darf es nochmal probieren. Ist doch auch nett von uns. Mal schauen, ob es intelligenter wird. Also, Sie investieren 250 Euro für Seitenschneider für Bitcoins, ja? Mhm. Und fangen wir Handelsprozess mit 250 Euro, das ist minimale Summe. Das ist Einstiegskapital, ja? Ja. Und nachdem Sie 250 Euro bei unserer Firma investieren,
Sie werden Ihre persönliche Finanzberater bekommen und Sie werden auch alle wichtigen Informationen bekommen, was auf dem Finanzmarkt passiert, wie Sie das am besten machen sollen und so weiter. Ja, Sie bekommen auch VIP-Signale von Frankfurter Börse. Ja, logisch, man bekommt irgendwelche VIP-Signale von der Frankfurter Börse. Mhm. Tja, das soll ja alles nur wieder toll klingen, macht aber überhaupt gar keinen Sinn. Denn niemand von der Börse wird euch irgendwelche VIP-Signale hinterherwerfen und euch erklären, wie das Ganze funktioniert und euch dabei helfen, wie man Geld verdient. Das Ganze dient ja einfach nur zu einem Zweck. Augenwäscherei, man will Vertrauen ergaunern und seriös erscheinen, was man hier aber alles gar nicht ist. Denn letztendlich geht es nur darum, dass ihr eure 250 Euro da einzahlt, wenn es geht sogar noch ein bisschen mehr. Und danach sind sie dann entweder komplett weg und melden sich nie wieder, denn die Telefonnummer könnt ihr sowieso nicht zurückrufen, mit der ihr gerade von ihr angerufen werdet. Auch nicht die Telefonnummer, die auf der Webseite steht. Das ist erst recht immer noch richtig krank. Wenn ihr die Telefonnummern, die bei denen auf der Webseite stehen, einfach mal anruft, natürlich unterdrückt, sonst haben die eure Nummer, oder lasst es am besten, ich kann es euch ja erzählen, tja, dann passiert genau das Gleiche, als würde man die Telefonnummer zurückrufen, mit der man gerade angerufen wird. Die Nummer existiert einfach nicht. Das heißt, sie schreiben auf ihre Webseite tatsächlich Telefonnummern, die gar nicht existieren. Denn wer ruft schon einfach so an bei der Bank oder bei diesem komischen Unternehmen? Die meisten schreiben halt. Ja, aber auf die 2-3 Leute, die da vielleicht mal auf die Idee kommen, wirklich die Telefonnummer zu wählen, tja, das fällt halt hinten runter, ist nicht so schlimm, aber es ist erstmal vertrauenserweckend, wenn deine Telefonnummer steht. Wenn sie denn jedoch nicht funktioniert. Da kann die Webseite noch so gut gemacht sein, letztendlich die Telefonnummern gehen von denen nicht. Aber ist ja auch logisch. Wenn die eine Telefonnummer hinschreiben, dann habt ihr ja einen echten Anhaltspunkt, wen man da erreichen kann. Denn Telefonnummern muss man in der Regel richtig registrieren. In Deutschland auf jeden Fall, in anderen Ländern ist das alles so ein bisschen wischiwaschi. Allerdings im Festnetzsektor weiß ich nicht, ob es da sowas wie Wegwerftelefonnummern gibt, wo man seinen Namen nicht angeben muss. Und deswegen denken die sich halt auch einfach die Festnetznummern aus, die auf der Webseite stehen, damit sie nicht zurückverfolgt werden können. Ganz einfach. Wissen Sie, was VIP-Signale bedeutet? Mm-mm. Oder wissen Sie das nicht? Nee. Kein Problem. Also VIP-Signale bei uns bedeutet, Sie werden alle Ärzte informieren, was überhaupt auf dem Finanzmarkt passiert, ja? Wenn Bitcoin steigt hoch zum Beispiel oder wenn Bitcoin wird gesunken, Sie werden davon alle Ärzte informieren, damit Sie Geld nicht verlieren, ja? Sie können sich vorstellen, ja, zum Beispiel, was ich sage. Nicht richtig, aber... Kein Problem. Also genau deswegen 250 Euro ist kein Zugang, mit hochqualifizierten Experten, um die Verbindung zu setzen. Ja, das ist ein Stichkapital, das ist minimale Summe. Außer das, Sie haben vielleicht Bitcoin-Preis gelesen, das ist eine wunderbare, sehr gute Ergebnisse, ist das, weil ein Bitcoin kostet 56.000 Dollar, amerikanische Dollar. Und vor einem Monat Bitcoin ist 40.000 gekostet, ja, und Bitcoin ist sehr hoch gestiegen. Außer das, Herr Seitenschneider, wir haben VIP-Signale bekommen, und bis Dezember, bis neues Jahr, Bitcoin wird bis 70.000 Dollar steigen. Also, wissen Sie, was das für Sie bedeutet? Sie investieren heute Geld für das Bitcoin und vor Weihnachten, vor Silvester, Sie können diese ganze Summe auszahlen und damit können Sie neues Jahr oder Weihnachten feiern, was Sie wollen. Ich bin in Deutschland gewohnt und ich weiß ganz genau, die meisten Menschen brauchen Geld für die Weihnachten, ja? Ja, und schon wieder lauter Scheiße aneinandergereiht. Also erstmal, man kann das dann zu Weihnachten auszahlen, ganz genau. Da will sie wirklich auf die emotionale Schiene gehen und dazu einbringen, dass man, ja, man denkt ja dann an Weihnachten. Weihnachten ist ja logischerweise bei den meisten der allerteuerste Monat. Mal von der ganzen Dekoration abgesehen und den Fressalien, die man sich in den Kühlschrank stopft, bis nichts mehr zugeht. Bis hin zu den ganzen Geschenken. Und naja, im Januar kommen dann auch die ganzen Rechnungen. Und deswegen erzählt sich hier natürlich von den ganz teuren Monaten. Das würde man sich natürlich freuen, wenn man Weihnachten denn ein paar tausend Euro mehr auf seinem Konto hätte. Logisch, wer würde sich dann nicht freuen? Ja, und dann erzählt sich im gleichen Atemzug, sie ist in Deutschland geboren. Tja, wenn es nicht traurig wäre, dann würde ich darüber jetzt lachen. Aber die ist auf gar keinen Fall in Deutschland geboren.
Also, die kann nicht mal von unserem Planeten sein. Also, wirklich, absolute Schande, diese Frau. Um tolles neues Jahr zu feiern, Geschenke zu kaufen, zur Familie und so weiter. Einfach Dezember ist teuer, ja, allgemein, nicht nur in Deutschland. Mhm. Ja, eben. Genau deswegen, die investieren heute für das Bitcoin 250 Euro und vor Weihnachten können sie das ganze Betrag auszahlen, ja? Sie verstehen, was ich sage? Und wie viel ist es dann an Weihnachten? Also, wir haben VIP-Signale bekommen, bis Dezember Bitcoin wird bis $70,000 steigen. Das bedeutet für Sie, wenn Sie, also, kommt drauf an, was ist Ihre finanzielle Ziel. Sagen Sie mir, wie viel Geld brauchen Sie für die Weihnachten? Brauchen Sie 1.000, 2.000, 5.000? Wie viel Geld brauchen Sie insgesamt? Ja, logisch. Ich stelle ihr eine Frage und, was ist das? Ich frage sie, wie viel ist es denn an Weihnachten? Wie viel Geld kriege ich denn da raus? Wir haben ja nur schon darüber gesprochen, dass ich da 250 Euro einzahlen soll, wie bei allen anderen Betrugsfirmen. Und ich stelle ihr eine ganz normale, ganz klare Frage und frage sie, wie viel ist es denn bis dahin? Die korrekte Antwort lautet, wenn man da als, stellt euch vor, ihr seid so ein Berater, aber ein echter, nicht so ein Betrüger. Die korrekte Antwort würde lauten, keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn der Kurs und der Markt ist absolut unvorhersehbar. Sie können mit 250 Euro Millionär werden. Das ist in der Tat möglich. Ja, aber ich glaube, der Lottogewinn 1 zu wie viel Millionen ist höher. Da hat die Chance mit, keine Ahnung, was kostet so ein Ding, 50 Euro. Also da ist die Chance einfach höher, dass ihr damit Millionäre werdet. Und das Problem ist, es gibt die zwei Varianten von diesen Abzockermodellen. Entweder ihr zahlt da euer Geld ein und die sind sofort weg, melden sich nie wieder. Wie gesagt, erreichen kann man die ja nicht. Ja, oder ihr zahlt da euer Geld ein und die melden sich immer wieder und werden versuchen, noch mehr Geld von euch zu ergaunern. Dann bekommt ihr ein Demokonto und die tun so, als würdet ihr da Geld verdienen. Das Krasse ist, hier hat sie ja jetzt auch mit Weihnachten erzählt. Nun stellt vor, ihr zahlt vor Weihnachten euer Geld da ein. Vielleicht sogar die letzten 250 Euro, die so über sind. Ich meine, es gibt ja viele Familien in Deutschland, die nicht so viel Geld haben, wo 250 Euro wirklich wahnsinnig viel Geld sind. Wo Menschen den ganzen Monat von auskommen müssen, nachdem alle Abzüge runter sind. Und wenn die ihre 250 Euro da einzahlen, weil die denken, oh geil, dann haben wir endlich mal ein schönes Weihnachten, vielleicht noch mit Kindern. Tja, ich glaube, diese Kinder werden keine Geschenke kriegen. Klar, könnte man sagen, selber schuld. Naja, aber man arbeitet hier auf einer emotionalen Ebene. Und wenn man jetzt, es sind nicht alle gleich, logischerweise, aber wenn man so wenig Geld hat, dann hat das oftmals auch vielleicht irgendwelche Gründe, dass man vielleicht solche Sachen nicht gleich am Telefon merkt. Naja, und dann freut man sich und fällt darauf rein, weil man so naiv ist. Es gibt ja naive Menschen, die ihm alles glauben, was man denen erzählt. Nun, stellt mal vor, die geben jetzt da ihr letztes Geld rein. Tja. Das wären wohl traurige Weihnachten statt schöne. Und vor allem, wenn die dann immer wieder anrufen und vielleicht noch mehr Geld wollen. Und die euch dann kurz vor Weihnachten erzählen, oh, der Kurs ist abgestürzt, kein Geld. Und das Allergenialste ist hier noch an diesem Gespräch, die erzählt hier, dass der Bitcoin dann im Dezember definitiv bei 70.000 sein wird. Ja, kann möglich sein, wir haben momentan das absolute Rekordhoch. Aber wie will die mir das versprechen? Das kann die mir gar nicht versprechen. Woher will die das wissen, dass der Kurs nochmal weiter hochgeht? Vor kurzem ist der Bitcoin-Kurs extrem eingebrochen, wo alle schon dachten, jetzt ist Bitcoin am Arsch. Und dann stieg der Kurs halt wieder an. Das kann man aber vorher nie wissen. Wer soll das wissen? Das kann man nicht vorhersehen. Keine Ahnung, also unser Weihnachten kostet meistens so, weiß ich nicht, 100 Euro fürs Essen oder so und dann war's das schon, weil wir schenken uns nichts. Nein, ich meine alles zusammen, um Geschenke zu kaufen, tolles Weihnachten zu feiern, tolles neues Jahr zu feiern, Urlaub machen und so weiter, alles zusammen. Wie viel Geld brauchen Sie insgesamt? Vielleicht 5.000, 10.000? Sagen Sie mir eine realistische Ziffer. Ja, weiß ich nicht, wir schenken uns ja nichts zu Weihnachten. Ich meine, wir kaufen uns das ganze Jahr einfach, was wir wollen. Das ist doch viel logischer, als sich Weihnachten was zu schenken. Also ich bin in Deutschland gewohnt, hier Seitenschneider, und ich weiß, das ist eine Tradition. Also jede Familie macht Geschenke, ja, für Geschwister, für Eltern und so weiter. Und wenn sie das nicht machen, das ist auch in Ordnung. Ja, das ist ihre Sache. Aber das ist eine Tradition in Deutschland.
Ich weiß nicht, was sie mir sagen will. Will die mich jetzt davon überzeugen, dass das falsch ist, sich untereinander nichts zu schenken und dann lieber doch das ganze Jahr einfach alles zu kaufen, was man eh haben will? Also, ich meine, sollen das? Ich meine, ist doch logisch. Also, klar, man kann sich irgendeine Kleinigkeit als Überraschung, das gibt's bei uns auch, aber es ist auf keinen Fall so, dass wir uns untereinander irgendwas Großes schenken zu Weihnachten. Was soll das? Und das, ich verstehe gar nicht, was ich mir jetzt hier sagen will. Also, sie versucht ja irgendwie, dass ich mich rechtfertigen muss, warum ich keine Weihnachtsgeschenke kaufe. Das ist einfach abgesprochen, braucht man doch nicht. Ich meine, nicht, dass das irgendjemand falsch versteht. An sich finden wir Weihnachten schon geil und bei uns ist eine absolute Eskalation, was Weihnachten angeht, vom Dekorieren her und Beleuchtung und unsere Stromrechnung möchte keiner wissen. Aber auf jeden Fall, das ganze Kommerzzeug, also mit Einkaufen und Geschenke verteilen, das versuchen wir auf ein Minimum zu reduzieren. Ich meine, klar, unseren Eltern schenken wir auch irgendwas, da gibt es so Kleinigkeiten. Aber viel mehr kommt es doch eigentlich darauf an, dass man zusammensitzt und vielleicht so viel isst wie noch nie und alle Rekorde bricht, aber und vielleicht halt auch das gemeinsame Sein, aber nicht unbedingt Geschenke. Tja, aber wenn die unbedingt auf den Kommerztrip weitermachen will, naja, dann bitte. Ja, also weiß ich, ja klar, aber nicht bei uns. Hallo? Jetzt sind Sie schon wieder weg. Ja, nein, ich bin da. Also, vier Seiten Schneider. Ich bin noch da. Also, ich glaube, ich habe Ihnen eine sehr einfache Frage gestellt. Hallo, ist da noch jemand? Also, ja, ich bin noch da. Also, ah, ja, jetzt höre ich Sie wieder, ja. Also, ich glaube, vier Seiten Schneider, ich habe Ihnen sehr einfache Frage gestellt. Wie viel Geld brauchen Sie für die Dezember? 15.000. Warum ist das kompliziert für Sie, eine Ziffer zu sagen? Oder ist das eine schwierige Frage? Oder weiß ich nicht, warum sprechen Sie so? Ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich war jetzt auf die Frage nicht vorbereitet. Ja, hätte ich dann mir vorher Gedanken machen müssen. Ich meine, wir können das ja gerne nochmal so machen, dass ich mir darüber nochmal Gedanken mache, wie viel wir brauchen. Und dann können wir ja nochmal reden, oder wie? Die Frau ist wirklich der absolute Hammer. Also, ganz ehrlich, ihr werdet angerufen und werdet gefragt, wie viel Geld brauchen Sie im Dezember? Und dann geht's aber gleichzeitig eigentlich darum, wie viel Profite man machen will. Das passt doch alles gar nicht. Ich meine, wenn ich Profite machen will, dann nenne ich auch eine ganz andere Zahl theoretisch, als wenn man mich fragt, wie viel Geld brauche ich. Weil wenn man mich fragt, wie viel Geld ich brauche, dann weiß ich, was ich für monatliche Ausgaben habe und wie viel mich der Dezember wohl ungefähr kosten wird. Wenn ich dann die Einkäufe aus den letzten Jahren einfach so überlege, was das ganze Essen kostet und was man da eben, ja, wenn man Leute einlädt, ist ja logisch, dass man dann höhere Kosten hat. Ja, aber die Frage ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn und passt auch, also das weiß ich nicht, was das in einem Finanzunternehmen zu suchen hat. Aber es geht hier einzig und allein darum, auf der emotionalen Schiene irgendjemanden zu packen. Tja, traurig. Ist das richtig? Dann fangen wir mit dem 250 Euro und schauen wir weiter. Ja, oder so, ja. Ja, okay. Jetzt sagen Sie mir, mit welcher Karte möchten Sie aktivieren? Ja, wie gesagt, ich hätte es ja gern geteilt, also von jeder Karte die Hälfte. Okay, versuchen wir. Einfach diktieren Sie mir Kartennummer, welche fängt mit 4 an oder mit 5. Kommt auf an, mit welcher Karte möchten Sie das machen? Ja, ich am liebsten mit der American Express, weil da kann ich es dann mit einmal bezahlen. Ja, aber American Express ist keine Kreditkarte, leider. Doch, das ist eine Kreditkarte. Wir arbeiten nur mit Visa oder mit Mastercard. Ja, aber Sie sagten gerade, American Express ist keine Kreditkarte. Na klar, ist das eine Kreditkarte. Ja, aber mit welcher Ziffer fängt diese Karte an? Die American Express Karte meinen Sie, mit welcher Ziffer die anfängt? Ja. Mit einer 3. Mit Nummer 3, nein. Mhm. Also, das soll mit 4 oder mit 5 an? Mit Visa fängt mit 4 an und Mastercard fängt mit 5 an. Ja, und mit die American Express mit einer 3. Also leider mit American Express können Sie keine Überweisung machen. Okay. Aber wenn Sie vor Computer sitzen können, Sie können ein Programm AnyDesk auf Ihren Computer installieren
Und Sie können das mit Banküberweisung machen, mit sofort, mit Online-Banking. Haben Sie Online-Banking? Ja, ich habe Online-Banking. Aber wozu brauche ich denn da das Programm denn? Weil Sie haben keine Kreditkarte. Wenn Sie keine Kreditkarte haben, Sie Na können doch, das... Na doch, ich habe ja gesagt, ich habe mehrere. Dann diktieren Sie mir Visa oder Mastercard, keine American Express. Na, aber habe ich ja beide. Also alle drei. Okay, dann diktieren Sie mir Mastercard oder eine Visa. Mit welcher Karte möchten Sie das machen? Ja, dann nehme ich die Masterkarte. Okay. Bitte diktieren Sie mir lange 16-stellige Ziffer und schauen wir weiter. Mhm. Das ist dann die 489-790-8752. Entschuldigung, hallo. Bitte. Entschuldigung, also Sie sprechen so, manchmal kommt auf die Nerven alles. Bitte langsam diktieren. Wenn das Mastercard ist, Mastercard trennt mit 5, nicht mit 4. Ach ist so. Das Visa oder Mastercard? Na, hier steht jetzt Visa drauf. Okay, dann Visa fängt mit 4 an, stimmt? Mhm, genau, ja. Mhm. Okay, dann bitte langsam und setzen diktieren. Also soll ich ganz langsam machen? Ja. Okay, dann haben wir die 4. Ja. Dann haben wir eine 8. Also 4, 1, 8. Nee, wo haben Sie denn jetzt die 1 her? Bitte langsam und getrennt diktieren Sie mir das, bitte. Na, noch langsamer. Also nach dem 4, einfach getrennt diktieren. Ja, also erst eine 4. Ja, dann? An zweiter Stelle kommt dann eine 8. 1 und 8 oder 8? Nee, eine 8. Und hier bekommt ihr tatsächlich die absolute Bestätigung und den Beweis dafür, wie hoch ihre Intelligenz ist. Also, ist doch logisch, wenn ich sage, eine 1, eine 2, eine 3. Das ist, keine Ahnung. Also, die überfordert mich wirklich. Also, so unterirdisch kann man doch gar nicht sein, oder? Und dann? An dritter Stelle kommt eine 9. Entschuldigung, Herr Seitenschneider, so dumm bin ich auch nicht. Also bitte diktieren Sie mir so, einfach getrennt diktieren. 4, 1, 5, 2 und so weiter. So, diktieren Sie das. Hä? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll langsam machen. Ja, aber langsam und eindeutig. Zum Beispiel. Ja, ist doch. 4, 1, 5, 6. So sollen Sie mir diktieren. Na, also doch schneller als gerade eben. Ja. Ja, dann ist das die 4, 8, 9, 7. Dann die 9087, dann die 520. Moment bitte, Moment. Ich denke mal, da hat gar keiner mehr Fragen zu der Intelligenz dieser Frau. Moment. Ja. 4897, dann. Ja, genau. Also die 4897, die haben Sie, ja? Ja, weiter. Ja, dann ist das die 9087. Ja. Dann die 520166. 530166. Und dann die 51. Okay, ich wiederhole und überprüfen wir zusammen. Ja. 4897, 9087, 530166. Nee, da war was falsch. Oder? Nee. Wo ist falsch? Bei der 5. Nach der 5 kommt die 2, nicht die 3. Also 5201. Hm. Dann kommt 6655, korrekt? Hm. Okay, Moment, ich muss Karte überprüfen. Ja. Bleiben Sie auf die Linie. Auf welcher Linie? Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? 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 Ja, ich bin hier. Ja, ich dachte, Sie sind wieder weg, weil war ja jetzt schon ein paar Mal abgebrochen, das Gespräch. Nein, ich bin hier, ich werde einfach Karte überprüfen. Ja. Alles gut, Moment. Okay. Ich muss jetzt den Ladestecker anstecken, sonst geht hier gleich die Kiste aus. So, dann, ja, melden Sie sich halt nochmal. Wenn ich jetzt einen Ladestecker reinstecke, dann bricht das Gespräch eh ab. Ja, und dadurch, dass die Tante schon so lange am Telefon ist, war das jetzt hier in der Tat auch nötig, dass ich das Telefon laden musste. Denn
ihr wisst ja, bei mir klingelt das Telefon hier den ganzen Tag und ja, ist kaum still. Und wenn man da permanent stundenlang dran ist, was meint ihr, wie schnell der Akku leergesaugt ist? Also ich kann hier teilweise echt nur telefonieren mit einer Powerbank am Festnetztelefon, sonst geht's nicht. Hallo, ich bin noch da. Also hier seid Herr Schneider, Sie brauchen eine Kreditkarte. Welche ist gültig in der Schweiz? Ja, das ist eine andere Karte. Ja, warum die aufgelegt? Diese Karte ist von Taiwan. Das ist eine chinesische Karte. Ja, wo ist denn da das Problem? Also, Sie brauchen eine Karte. Sie brauchen eine Karte, hier Seitenschneider, wo ist gültig in der Schweiz. Verstehen Sie, was ich sage? Ja, die Karte ist gültig. Ja, aber nicht in, das ist keine Schweizer Karte. Ja, muss es ja auch nicht. Ich wohne ja auch nicht in der Schweiz. Wo wohnen Sie? Ja, in Deutschland. Ja, haben Sie keine deutsche Karte? Das ist eine ganz normale Kreditkarte, die kann ich doch weltweit benutzen. Das ist ja der Sinn an einer Kreditkarte, oder nicht? Okay, kein Problem. Wir versuchen trotzdem mit dieser Kreditkarte Handelskonto zu aktivieren. Bitte diktieren Sie mir Ablaufdatum. Ja, warum haben Sie denn aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt, Sie haben aufgelegt. Nö, ich habe nicht aufgelegt. Ich auch nicht. Sie waren auf einmal weg mittendrin, Sie haben da noch irgendwas sagen wollen und dann waren Sie auf einmal weg. Nein, ich habe Ihnen gesagt, ich muss diese Karte überprüfen, ob das gültig ist und Sie haben nicht gewartet. Sie haben nicht auf die Linie gewartet und Sie haben aufgelegt. Ja, ich habe ja gewartet und dann waren Sie wieder dran und dann waren Sie auf einmal weg. Okay, kein Problem, diskutieren wir nicht darüber. Mhm. Also sagen Sie mir einfach Ablaufdatum für Seitenschneider, bis wann ist Karte gültig? Sie meinen das Verfallsdatum von der Karte? Ja. Ja, das ist Januar 24. Okay, und sagen Sie mir bitte Ablaufdatum? Na, habe ich doch gerade. Entschuldigung, CVV, auf die Rückseite steht das. Das ist dann die 274. Entschuldigung, bitte langsam 30 Versagen. Ja, bei Ihnen ist das da so laut im Hintergrund. Machen Sie das mal leiser irgendwie. Ja, weil meine Arbeitskollege auch telefonieren mussten. Einfach diese 30 vergessen. Ja, aber ich meine, da ist Musik oder irgendwie sowas im Hintergrund. Das stört ein bisschen. Ja, ich weiß. Bei mir stört auch, aber geht leider nicht anders. Also einfach 30 langsamer sagen Sie, Herr Seitenschneider. Ja, das ist die 274. 274? Ja, genau. Mhm. Also, Moment, 274, 274 ist das? Ja, genau so sieht's aus, ja. Mhm. Okay, 274. Ja. Okay, bitte sagen Sie mir auch Ihr Geburtsdatum, wann sind Sie geboren? Mein Geburtsdatum? Ja. Ja, das ist der 17.07.92. Also 17.07? Ja, genau. 17.07.1900? Ja. Wann? Ja? Was ja? 1900, wann sind Sie geboren? 92. 92? Mhm. Okay. Sagen Sie mir bitte Postleitzahl, wo wohnen Sie? Die Postleitzahl ist die 12055. Entschuldigung, bitte gestern sagen Sie das. Was? Sagen Sie mir diese Ziffer gestern. Na, die 12055. Entschuldigung, noch einmal, langsamer sagen und gestern, zum Beispiel so, 451, so, gestern sagen einfach. Ne, 451 ist falsch. Ja, bitte, also, ich glaube, Sie haben schon verstanden, Sie kommen einfach auf die Nerven. Was? Sie kommen auf die Nerven, das gefällt Ihnen, wenn ich aufgeregt bin, wenn Sie auf meine Nerven kommen. Ich habe Ihnen schon tausendmal Sie haben so nicht gebeten. Ich bin Ausländerin. Mit wie? Sie ist Ausländerin. Aha, deswegen spricht die so schlechtes Deutsch. Weil vorhin hat sie uns erzählt, sie ist in Deutschland geboren. Wie kann man Ausländer sein, wenn man in Deutschland geboren ist? Ich weiß es nicht. Wie geht es? Hat jemand von euch eine Idee, wenn man Ausländer ist und in Deutschland geboren ist, wie das geht?
bitte gestern zitieren Sie mir tiefer. Nicht zusammen. Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Ich bin nicht unhöflich. Sie sind sehr unfreundlich. Ich habe Ihnen tausendmal freundlich und netter geboten. Bitte, ich bin Ausländerin und bitte gestern diese Ziffer diktieren. Und Sie sagen das zu schnell. Ich bin nicht deutsche Frau, Entschuldigung. Ach so, naja, das kann ich ja nicht wissen. Das steht ja nun nicht dran. Ja. Ich meine, ich rede ja mit Ihnen ganz normal. Ja. Ja. Einfach Postleitzahl gestern diktieren, bitte. Und langsam. Nicht zusammen. Also die Zahlen einzeln, meinen Sie? Ja, Zahlen, genau. Ja, das ist denn die 12055. 12055. Welche Stadt ist das? Das ist Berlin. Okay, Moment. Ja, aber die Musik ist da schon wieder so laut. Das stört. Also Berlin, bei mir steht Berlin Neukölln. Ja, Neukölln, ja, ist der Stadtteil, aber das brauchen Sie ja nicht. Also, Ihre Postleitzahl ist 12055, korrekt? Ja, richtig. Okay, und bitte sagen Sie mir auch Straße und Nummer. Ja, ist die Braunschweiger Straße 77. Also, Braunschweiger Straße? Braunschweiger Straße 77. Moment. Wo sitzt denn Ihre Firma? Ja, ich weiß. Moment bitte. Ja, aber machen Sie da mal jetzt wirklich mal die Musik aus. Das stört. Ja, ich weiß. Das ist wirklich ganz kurz, nervig. Ganz kurz. Ja, ich mache nur die Musik ganz leise. Nee, aus. Hier Seitenschneider. Fangen Sie mit 550 Euro oder mit mehr Summe? Ja, da reden wir dann drüber, wenn die Musik aus ist. Und vor allem haben wir schon ganz oft mittlerweile darüber gesprochen, wie viel ich jetzt hier einzahlen will oder soll. Und sie hat doch jetzt schon mehrfach gesagt, na, dann machen wir 250 Euro. Und jetzt fragt die mich nochmal. Also, keine Ahnung. Okay, Moment. Herr Seifensteiger. Also, wir haben schon die Musik ausgeschaltet. Es dauert maximal 2-3 Minuten. Bitte einfach auf die Linie bleiben. Sie können Lautsprecher anmachen. Damit nicht anstrengend wird für Sie, ja? Nicht auflegen, bitte. Dankeschön. Da war aber immer noch Musik im Hintergrund. Naja. Hallo? Ist da noch irgendjemand? Hallo? Ja, ich bin noch da. Also ich habe Ihnen schon gesagt, es dauert 2-3 Minuten, ja? Sie können einfach Lautsprecher anmachen und dann warten Sie bitte auf die Linie, ja? Oder wenn Sie wollen, können wir etwas anderes besprechen, ja? Ich habe Zeit, das ist auch in Ordnung, alles gut. Ja, es dauert ja schon länger als 2-3 Minuten. Ja, weil wir haben so viele Kunden leider, ja, und sie machen alles zusammen, Finanzabteilung arbeitet gleichzeitig mit allen Kunden zusammen, deswegen. Wie viele Kunden haben Sie denn? Das weiß ich nicht ganz genau, aber wir haben schon viel. Ich persönlich habe 500 Kunden, nur ich, und wir sind ungefähr mehr als 20 Mitarbeiter hier. Ja. Okay. Ich habe mal eine Frage, warum kann man Sie denn eigentlich nicht zurückrufen? Das ist eine gute Frage. Wegen, das ist Hotlines Nummer, hier Seitensteiger, und die sind noch nicht unsere Kunde, ja? Aber nachdem Sie jetzt erfolgreich sind, aktiviert haben, 250 Euro, die werden auch weitergeleitet, sozusagen mit Finanzabteilung und mit VIP-Abteilung, ja? Und die werden Ihre persönliche Finanzberater bekommen. Und er wird Ihnen weiterhelfen. Ja. Aber natürlich, wir können auch Kontakte bleiben, wenn Sie mit mir telefonieren wollen. Ich kann Sie auch gerne nochmal anrufen. Und Arbeit, Geschäfte und so weiter machen Sie mit Ihren Finanzberatern, mit hochqualifizierten, ausgebildeten Menschen. Ja. Und alle unsere Experten haben Mathematik studiert, manche haben in London studiert, in der Schweiz, Deutschland und so weiter. Und dann haben Sie als Finanzberater Arbeit angefangen, weil sie arbeiten mit Ziffer zusammen, ja, jeden Tag. Das muss man Kenntnisse haben.
Ja, ich stelle ihr die Frage, warum man sie nicht zurückrufen kann. Und sie sagt mir, ja, ich werde dann kontaktiert von einem Finanzberater und die haben alles studiert und Mathematik und waren in England. Und wo war jetzt die Antwort auf meine Frage? Das ist immer das Gleiche, wenn man genau das fragt. Dann wird ganz, 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 ganz viel Blödsinn und Bullshit aneinander geklatscht. Sodass man seine eigene Frage eigentlich vergisst. Das ist, denke ich mal, auch der Sinn an diesem Volllabern. Dass man einfach gar nicht mehr weiß, was man überhaupt gefragt hat, nachdem die so viel Müll erzählt hat. Ihr kriegt da keinen Finanzberater. Ihr kriegt da auch niemanden, der irgendwas als Finanzberater gelernt hat. Ihr kriegt auch keinen Studierten. Die sind alle nicht studiert. Die sind alles Hohlbirnen. Also das geht gar nicht. Also ich frage, warum kann ich die Telefonnummer vom Callcenter nicht zurückrufen? Tja, und nur weil ich kein Kunde bin, darf ich nicht anrufen oder was? Tja, nun stellt euch mal vor, das wäre in unserer Gesellschaft immer so. Ihr dürft nirgendwo anrufen, solange ihr kein Kunde seid. Ihr müsst erst Geld ausgegeben haben und gucken, was passiert. Also sind Sie nicht so schlau? Nein, ich bin schon klug, aber ich habe nicht Mathematik studiert. Ach so. Ja, aber die Frage haben Sie mir ja noch gar nicht beantwortet, warum man sie telefonisch nicht zurückrufen kann. Ja, wegen dieser Hotline-Nummer hier seit der Zeit. Und Sie sind noch nicht unser Kunde, ja? Lassen Sie 250 Euro auf Ihr Handelskonto erfolgreich aktiviert haben. Sie werden Nummer von Ihrem Finanzberater bekommen und E-Mail-Adresse und so weiter. Wir haben auch WhatsApp hier und Sie können auch mit WhatsApp kontaktieren, ja? Mit Ihrem Finanzberater und mit mir auch. Wenn Sie gerne mit mir Kontakt bleiben wollen, ich kann Sie auch gerne per WhatsApp anschreiben. Ja, aber letztendlich muss ich Sie ja erreichen können und Ihre Rufnummer geht ja nicht. Ja, wegen dieser Hotline-Nummer. Ich habe Ihnen schon mal gesagt. Ja, aber eine Hotline-Nummer kann man doch auch anrufen. Nein, leider doch. Nicht. Also Hotline-Nummer können Sie nicht anrufen. Ja, ist ja sogar Pflicht in Deutschland, dass man die zurückrufen können muss. Also, Herr Seitenschneider, wegen Sie sind noch nicht unsere Kunde, ja? Lassen Sie 250 Euro auf Ihr Handelskonto bekommen, das heißt, nachdem Sie Ihr Konto aktiviert haben, Sie werden persönliche Nummer von Ihrem Finanzberater bekommen und Sie werden auch via WhatsApp eine SMS bekommen von Ihrem Finanzberater, E-Mail-Adresse und so weiter, alles zusammen, alles Mögliche. Ja, wenn ich noch kein Kunde bin, dann darf ich bei euch nicht anrufen, oder wie? Ja, so ist das, weil das ist Hotline-Nummer. Ja gut, aber wie gesagt, eine Hotline-Nummer hat ja damit jetzt erstmal nichts zu tun. Man kann ja auch Hotline-Nummern anrufen. Da rufe ich ja auch bei der Telekom an, wenn ich irgendwo eine Störung habe. Ja, bei uns leider nicht. Ja, aber warum denn nicht? Ja, ich weiß das nicht, weil wir haben zu viele Kunden. Nachdem wir unsere Kunden werden, hier Seite Schneider, die bekommen auch Nummer, E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen von Ihrem Finanzberater. Wie gesagt, ich bin Kontomanagerin hier Seitenschneider und ich helfe nur Anfängerkunden, Handelskonto mit minimaler Summe mit 250 Euro zu aktivieren. Nachdem Sie das alles gemacht haben, Sie werden mit hochqualifizierten Experten Verbindung setzen, ja, und handeln Sie weiter. Okay, also nach Ihnen kommen dann die schlauen Leute, oder wie? Moment, warten. Jetzt soll ich schon wieder warten. Ich finde, ich habe schon ganz schön lange gewartet die ganze Zeit. Und dann legen sie ja immer auf. Worauf warte ich denn jetzt? Ich könnte so einen Grund mitgeben, warum man warten sollte, wäre doch netter. Ja, Seitenschneider, ich bin noch da. Ja. Also leider, die Transaktion ist fehlgeschlagen, weil diese Karte ist ungültig. Warum? Oder sie haben, weiß ich nicht. Also diese Karte ist ungültig oder Sie haben keine 250 Euro auf Ihrem Konto, ja? Ja, es ist ja eine Kreditkarte, das hat ja damit nichts zu tun. Da hat man ja auch kein Geld drauf. Das ist ja ein Minuskonto, eine Kreditkarte. Also sagen Sie mir, Herr Seitenschneider, haben Sie außer dieser Visa-Karte, haben Sie auch andere Karte, zum Beispiel Mastercard? Ja, eine American Express, habe ich ja gesagt. Ja, aber Sie haben noch andere Karte, ja? Andere Visa oder andere Mastercard. Welche Karte haben Sie? Ja, also jetzt hatten wir ja eine Visa-Karte, ne? Richtig? Ja. Ja. Und dann habe ich die andere auch noch. Habe ich ja gesagt. Also, diktieren Sie mir bitte andere Karte. Andere Kartennummer. Also die jetzt von der American Express.
Irgendwie ist das schon beeindruckend, dass die Betrüger jedes Mal davon ausgehen, dass wir Deutschen mehrere Kreditkarten besitzen. Also ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Kann natürlich sein, dass es Menschen gibt, die mehrere Kreditkarten haben. Aber wozu? Weil wenn man eine Kreditkarte hat, reicht doch das eigentlich? Oder liege ich da falsch? Braucht man unbedingt 3, 4, 5 verschiedene Kreditkarten? Ich weiß ja nicht, also keine Ahnung, wann braucht man denn mal unbedingt eine Kreditkarte? Die Dinger braucht man doch eigentlich überhaupt gar nicht. Außer man will sich was auf Pump irgendwie holen oder ja, irgendein Hotel oder sowas will das als Rückversicherung haben. Aber mehr braucht man doch mit so einer Kreditkarte eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie die davon immer ausgehen, dass jeder Deutsche wirklich mehrere Kreditkarten irgendwo rumliegen hat. Als würden wir die stapeln. Also andere Kartennummer sollen Sie mir sagen. Sie haben noch andere Karte. Ja, außer dieser Visa-Karte. Sie haben andere Karte auch. Ja, genau. Dann buchstabiere ich die Kartennummer jetzt, ja? Ja. Dann haben wir da die Nummer 3408. Entschuldigung, also ist das, welche Karte ist das? Mastercard oder eine Visa? Na, habe ich doch gesagt, eine American Express. Also Sie brauchen eine Mastercard oder eine Visa. Welche Karte haben Sie? Ja, beide. Dann sagen Sie mir, diktieren Sie mir Ziffer von Mastercard. Die Nummer von der Mastercard dann? Ja. Also nicht mehr die von American Express? Nein, Mastercard, von Mastercard. Warum geht dann American Express bei Ihnen nicht? Ich weiß nicht, Transaktion ist fehlgeschlagen. Das Grund ist uns unbekannt. Aha. Haben wir doch gar nicht probiert mit der Karte. Natürlich, wir haben probiert, aber Transaktion ist fehlgeschlagen. Nee, die American Express-Karte haben wir noch nicht genommen. Doch, aber Transaktion ist fehlgeschlagen. Bitte nee, das war ja bei der Visa-Karte. Ja, versuchen wir jetzt mit Mastercard, okay? Können Sie mir Mastercard-Nummer diktieren? Ja, kann ich machen. Okay. Holen Sie Karte und bitte diktieren Sie mir langsam. Dann hole ich die Karte auch noch. So, Moment. Dann haben wir jetzt hier die Masterkarte. So, das ist dann die 5100. Bitte diktieren Sie mir das langsam und getrennt. Und dann ist es die 5. Ja. Dann haben wir eine 1. Moment bitte, nach dem 5, was kommt? Eine 1. Dreimal die 1? Nee, eine 1. Also 5, 1, weiter. Ja, dann kommt eine 0. 5, 1, 1, 0, richtig? Nee, 5, 1, 0. Habe ich doch gesagt. Ja. 5, 1, 0, weiter. Ja, dann kommt noch eine 0. Ja, weiter. Dann kommt noch eine 0. Ja. Dann kommt eine 9. Ja. Dann kommt eine 3. Ja. Dann kommt noch eine 3. Ja. Dann kommt noch eine 7. Ja. Dann kommt eine 6. 7, 6, weiter. Ja, dann kommen 2, 2. 2 und 2 mal die 2. Ja. Ja. Dann kommt eine 8. Eine 8 oder 8? Na, eine 8. Entschuldigung, bitte eindeutig sagen. 1 oder 8? Na, eine 8. Ja, und dann? Eine 4. Dann? Eine 1. Ja. Und eine 0. Also Sie sollen mir nichts sagen, 1 und 4 und so weiter. Nur Ziffer sollen Sie mir sagen. Ich überprüfe. Ja. Wir überprüfen zusammen. 4100 0933 7622 8410. Ist das korrekt? Nö. Ist das korrekt oder falsch? Nö, ist falsch. Moment. Okay, jetzt. Okay, jetzt diktieren Sie mir bitte Ablaufdatum. Ja, ist die 09 und dann die 25. Okay, und TVV? Ja, ist die 863. Und Straße und so weiter ist gleich, ja? Wo Sie wohnen? Ja, ja. Okay, Moment. Ja, aber was wollen Sie denn jetzt mit der Nummer? Die ist doch falsch. Interessant. Oh. Tja,
Also sie fragt mich zweimal, ob die Nummer so richtig ist. Ich sage dreimal, die Nummer ist falsch. Die funktioniert nicht. Und die probiert wirklich jetzt die Nummer aus. Oh Mann. Und jetzt wollen Sie mich wieder anschweigen, oder? Ja, überprüfen jetzt Transaktion erfolgreich zu aktivieren und einfach auf die Linie bleiben, bitte. Ja, hängen Sie telefonisch auf. Ja, aber das Ergebnis weiß ich doch schon. Wofür wissen Sie das? Ja, weil Sie doch die Nummer falsch vorgelesen haben. Habe ich doch jetzt dreimal gesagt oder viermal jetzt schon. Okay, ich werde Ihnen etwas sagen, ja? Also, Moment bitte. Also, vier Seitenschneider, Sie dürfen mir nicht Ziffer so diktieren. Einmal die 8, einmal die 4, sondern nur Ziffer, zum Beispiel. Ich habe ja auch nicht gesagt, einmal die 1 und einmal die 8. Ich habe gesagt, eine 8, eine 1. Das ist keine Zahl. Naja, aber sie scheint es ja irgendwie nicht zu begreifen. Unfassbar intelligente Menschen am Telefon. Hören Sie mir jetzt die Versorgung. 4, 1, 5, 6. Ja, das ist eindeutig für mich. Das ist eindeutig und korrekt für mich. Zum Beispiel 4, 1, 5, 6. 7, 4, 1, 2, das ist eindeutig. Sie dürfen mir nicht sagen, einmal die 4, einmal die 5, dann ich bin irritiert, ja? Und ich weiß nicht, was soll ich schreiben. Ich muss ein schreiben oder 8, wenn Sie mir sagen, einmal die 8. Weil ich verstehe das, 1 und 8 muss ich zusammenschreiben. Deswegen, Sie sollen mir nur Ziffer diktieren. 4, 1, 5, 6 zum Beispiel, so, ja, so, das ist eindeutig. Ja, aber wenn Sie in Deutschland anrufen, dann müssen Sie doch auch vernünftig Deutsch sprechen können, oder nicht? Ja, nicht viel. Meine Deutsch ist nicht perfekt, aber wenn man eindeutig spricht, dann verstehe ich schon alles. Ja, haben Sie denn da auch jemand Intelligentes, der richtig Deutsch kann? Natürlich. Ihre Finanzberater wird das sein, nachdem Sie Ihr Konto aktivieren. Aha, das heißt, ich soll erstmal bei unintelligenten Menschen mein Geld einzahlen, damit ich dann einen Intelligenten erreiche, oder wie? Ich nehme das als Beleidigung. Es gibt viele Menschen, ja. Menschen sind unterschiedlich, egal welches Land. Ja gut, aber wenn Sie von mir Geld haben wollen, dann bin ich schon der Meinung, dass Sie mit mir auch vernünftig reden können müssen. Ich spreche schon von vernünftig, aber nö. Sie müssen einfach mich langsamer und eindeutig sprechen. Ja, das ist alles. Aha, na gut, dann noch langsamer, ja. Ja. Was ist Ihr Beruf? Was machen Sie? Wieso wollen Sie das jetzt wissen? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich bin neugierig. Ja, will ich nicht verraten. Kein Problem. Ja, nu? Ja, ich bin da. Ich warte auf die Linie. Ja? Was soll ich denn jetzt machen? Sie warten. Warten wir, wenn Transaktion angekommen ist. Wir schauen. Ja, vielleicht Transaktion ist nicht erfolgreich. Ja, habe ich doch gesagt, die Nummer war falsch. Sie haben die falsch vorgelesen. Das heißt, die Nummer ist da falsch bei Ihnen. Also schauen wir einfach, ja? Schauen wir einfach. Warten Sie bitte auf die Linie, maximal 2 Minuten. Ja, aber warum soll ich auf der Linie warten, wenn ich ganz genau weiß, dass die Nummer falsch ist? Sie haben die Nummer falsch vorgelesen. Sie haben die Nummer falsch abgetippt. Noch einmal, Herr Seitenschneider, bitte warten Sie auf die Linie. Wenn Transaktion wird fehlgeschlagen, ich sage Ihnen Bescheid. Ja, ich habe doch gesagt, sie wird fehlschlagen. Die ist falsch, die Nummer. Aber ich habe Ihnen buchstabiert und Sie haben gesagt, das ist richtig. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, die ist falsch. Mehrfach. Jetzt zum 5. oder 6. Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch wiederholen soll. Die Nummer ist falsch, die Sie mir vorgelesen haben. Okay, dann diktieren Sie mir nochmal. Ja. Jetzt nochmal von vorn die Nummer. Ja? Ja, ist die 51000. 5100, ja? Ja, dann die 933. 933, ja? Ja, dann die 7622. Moment bitte, 4 Ziffer sollen Sie mir gestern sagen, Herr Weltenschneider. 5100, dann kommt. Ja, das waren doch nur 2 Ziffern, 4. Also. Weiß ich nicht. Also ich sage 4 Ziffern und Sie sagen mir, ich soll 4 Ziffern sagen. Habe ich doch gemacht. Sagen Sie mir 4 Ziffern zusammen. 4100, dann kommt was. Wo haben Sie denn jetzt 4100 her? Bitte langsam und eindeutig diktieren, Herr Weitersteiger. Nochmal. Ja.
5. Ja? 1. 5, 1. Dann? Ja. 0. Ja? Nochmal 0. Ja, weiter? Nochmal 0. Ja? 9. Ja? 3. Ja? 3. Okay, weiter. 7. Ja? 6. Ja? 2. Ja? 2. Weiter. Ja, was finden Sie denn daran jetzt lustig? Ja, ich weiß nicht, sprechen Sie ja langsamer jetzt. Ja, anders also, begreifen Sie es ja nicht. Natürlich, ich begreife Sie, ich spreche einfach manchmal viel zu schnell. Nee. Also, ich fange von vorne an. 5100 0933 7622 und dann, was kommt? Ja, Sie reden auf jeden Fall mindestens doppelt so schnell wie ich. Ja, weil, das glaube ich nicht. Aha. Sie sind ein deutscher Mann, ich bin Ausländerin und deswegen, Sie sollen eigentlich schon langsamer mit mir sprechen. Ja. Von wo aus rufen Sie denn auch an? Wo sitzen Sie denn? Ich rufe Sie von London, aber wir haben viele Verstände Abteilung. Jetzt sagen Sie mir letzte vier Ziffer, bitte. Ja, und wo genau in London? Wie ist denn die Straße? Moment, bitte. Hier Seitenstein, da. Also sagen Sie mir, haben Sie auf diese Karte internationale Transaktion freigeschaltet? Ja, wie auf allen anderen Karten auch, ja. Aber ja, Sie haben meine Frage jetzt nicht beantwortet. Sie haben jetzt auf Pause gedrückt und dann mit einer anderen Frage weitergemacht. Meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Also ich habe Ihnen gesagt, unsere Hauptsitz ist in London, ja, aber wir haben viele verschiedene Abteilungen. Ja, aber ich habe gefragt, wo Sie sitzen. Sie können unsere Plattform anschauen, ja, ich habe Ihnen gesagt, unsere Firma heißt capitalindexfund.com. Wenn Sie so neugierig sind, Sie sollen unsere Plattform anschauen. Sie interessieren denn nicht, wo wir weisen, gell? Also ich gucke mal, wie heißt die Seite? Capitalindexfund.com. Index. Ist das richtig? Index? Index, Kapital, Index, dann kommt Fund. Fund.com. Kapitalindex5.com. Ja, richtig. Okay. Nicht com, sondern com. Ohne M. Ach so, also CO. Ja, gibt's können nicht. Sie, so gibt's Sie die können Seite. Ein, hab ich nicht gefunden. Sie können ein Programm AnyDesk auf Ihrem Computer installieren. Was soll ich jetzt mit dem Programm? Das Programm hat doch jetzt damit nichts zu tun, oder? Wie heißt denn jetzt die Website? Ich habe die nicht gefunden. Dieses Programm heißt AnyDesk. Ja, davon rede ich aber nicht. Ich rede von der Domain. Wie heißt denn die Webseite? Also Capital, wenn Sie AnyDesk installieren können, ich werde Sie unsere Firma anschauen. Ja, Sie wollen sie mir ja nur buchstabieren, dann finde ich es auch ohne AnyDesk. Capitalindex.com. Also, Transaktion ist fehlgeschlagen, ja? Sie brauchen auf jeden Fall... Ja, habe also ich doch gesagt, dass die Transaktion fehlschlägt. Wir waren ja auch noch nicht fertig mit der richtigen Nummer. Aber jetzt sagen Sie mal die Webseite richtig, weil ich habe die Webseite immer noch nicht verstanden. Ich sage Ihnen schon 10. Mal. Ja, aber Sie müssen die auch mal buchstabieren, weil in Ihrer Sprache verstehe ich das nicht. Also Kapital. Ja, Kapital habe ich geschrieben. Dann Kapital, Index.com. Index und dann verstehe ich das nicht. Was soll das heißen nach Index? Nach dem Index, ich buchstabiere. F wie Friedrich. Ja. U wie Udo. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Capitalindexfund.com. Ach so, ja. Dann ja. Guck ich da nochmal. Ja, die Seite gibt's, ja. Haben Sie es geschafft? Ja, jetzt bin ich drauf auf der Seite. So, und wo finde ich jetzt die Angaben zu der Frage? Also ich habe Ihnen gesagt, Transaktion ist fehlgeschlagen und Sie brauchen andere Kreditkarte zu diktieren, weil also mit dieser Karte können wir keine Transaktion machen. Können Sie mir bitte andere Kartennummer diktieren? Ja, da waren wir ja schon dabei, aber Sie haben ja meine Frage nicht beantwortet. Was für eine Frage? Ja, wo Sie sitzen. Ich habe Ihnen unsere Plattform angeschaut, hier bei den Schneider. Ja, aber das beantwortet ja nicht meine Frage, wo Sie sitzen. Ich habe Ihnen gesagt, ich rufe Sie von London. Ich rufe Sie von London, aber unsere Hauptzentrale, unsere Firma liegt in United Kingdom. Ja, und meine Frage war, wo sitzen Sie genau in London? Straßenname. Ich,
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Ja, weil wir den Datenschutz los. Das heißt, ich soll jetzt Geld in eine Firma investieren, die mir ihren Sitz nicht sagt, wo sie sitzen. Ich habe Ihnen Plattform gezeigt, Ihr Seitenschneider. Das spielt ja keine Rolle. Sowas ist nur virtuell. Das kann ja jeder machen. Das kriege ich ja selber hin, so eine Seite. Ja, dann... Sie wissen schon Bescheid, ja? Ja, ich weiß ganz genau, dass Sie Betrüger und Abzocker sind. Sie sind Kriminelle. Strafbar ist das, was ihr hier tut. Ihr ruft mich mit einer gespufften Rufnummer an, man kann euch nicht zurückrufen und ihr seid einfach nichts anderes als Kriminelle und Abzocker. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt definitiv. Such dir mal ganz schnell einen anständigen Job, dass du legal dein Geld verdienen kannst. Moment, Herr Seitenschneider, Sie sprechen ein bisschen Englisch? Nee, das ist hier ein deutscher Kanal, wir sprechen hier Deutsch. Ja, aber Sie sprechen ein bisschen Englisch oder nur Deutsch? Hier sprechen wir nur Deutsch, ja. Okay, weil wissen Sie warum? Ich kann Sie VIP-Abteilung verbinden, aber Sie sprechen nur Englisch. Finanzabteilung ist an Sie verbunden. Ist das denn die VIP-Betrugsabteilung oder was? Wo die Leute richtig beschissen werden? Das ist keine Betrugsabteilung. Natürlich ist das bei euch alles Betrug. Das ist alles eine VIP-Abteilung. Weißt du, dass du dich damit selbst strafbar machst mit diesem Anruf hier? Das ist kriminell. Das ist keine kriminelle. Doch, das ist kriminell. Das ist Finanzbetrug, was ihr hier macht. Das ist höchst strafbar. Wer hat das Ihnen gesagt? Ja, Sie. Ich habe das nicht gesagt. Doch, mit dem Verhalten definitiv. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ihr nehmt die Leute aus, ihr bestehlt die Leute und dann redet ihr noch von Weihnachten? Sag mal, schämt ihr euch dafür nicht? Dafür müsstet ihr euch wirklich schämen, mit Grund und Boden, die Leute noch vor Weihnachten abzuzocken. Ihr erzählt hier was von Weihnachtsgeschenke und die Leute, was letztendlich was sie haben, ist nichts unterm Weihnachtsbaum, weil das Geld bei euch steckt. Schon mal darüber nachgedacht, wie es diesen Familien geht, die ihr betrügt? Also ich möchte nicht darüber diskutieren. Ja, aber ich möchte gerne damit diskutieren. Ich möchte das nicht. Ja, und warum nicht? Ist dir das zu hoch oder was? Also wir haben keine Vertrauen an unsere Firma und ich kann auch gar nichts machen. Ja, wünsche ich Ihnen trotzdem alles Gute. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du dir einen vernünftigen Job suchst. Weil das, was du da machst, das geht überhaupt nicht. Das ist kriminell und ekelhaft. Ja. Ja, nicht ja. Ja, ich glaube, das kann man so dann auch stehen lassen. Unfassbar nette Betrügerin. Tja, aber einsehen tun die das nie. Obwohl die das am Telefon meines Wissens oder meiner Meinung nach, die wissen das, was die da machen. Ich meine, irgendwann fällt es ja auf. Und wenn jeder fünfte Kunde auch nur am Telefon sagt, dass das Betrug ist und sicherlich auch noch vielleicht sogar viel mehr Kunden, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Betrüger immer noch felsenfest daran halten und der Meinung sind, dass sie einen anständigen, ehrenvollen Job machen würden. Auf gar keinen Fall. Also da kann man das drehen und wenden, wie man möchte. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Heute ist es wieder ein bisschen länger geworden. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, am besten mit Glocke. Dann verpasst ihr auch keine anderen Videos mehr. Also immer, wenn ein neues Video kommt, bekommt ihr dann eine Information. So, und jetzt siehst du hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.